Also auf jeden Fall ein Wesen von Propaganda, dass das natürlich immer nur die anderen machen. Weil der Begriff an sich ist jetzt nicht besonders positiv konnotiert. Also wenn ich heute jemandem sage, sie machen Propaganda, dann ist das ja ein Vorwurf. Und das Spannende ist, dass das nicht immer so war. Also wenn wir in der Geschichte zurückblicken, dann ist es tatsächlich so, dass man ga mal ganz offen kommuniziert hat, wir machen Propaganda. Das war, wenn ich jetzt so an den Beginn der modernen Propaganda zurückgehe, Leute fragen dann, ja, wann war denn das? In etwa Beginn 20. Jahrhundert. Also so 1900, 1920 hat das angefangen. Und damals hat man noch ganz offen gesagt, lass uns doch Propaganda machen. Edward Bernays zum Beispiel, der Begründer der modernen Propaganda, hat gemeint, ja, man muss mit Propaganda die Bevölkerung steuern. Er hat gesagt, die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Einstellungen und Verhaltensweisen der Massen ist ein wesentliches Bestandteil demokratischer Gesellschaften, ein wesentlicher Bestandteil. Es muss passieren, weil. Weil eigentlich die Menschen sonst, ja, also heute sagt man, ja, die sind ein bisschen dumm, die wissen nicht, wie so eine Schafsherde, wo soll es eigentlich hingehen, die haben keine Orientierung und dann hätten wir Chaos und am Ende weiß man ja gar nicht, wie die sich entscheiden sollten, die finden den richtigen Weg nicht. Also es ist wie so diese Geschichte von guten Hirten. Die Masse der Menschen, die braucht den guten Hirten und der gute Hirte ist in dem Fall eine kleine Gruppe eben von, ja, Elite, die der Masse wie ein guter Hirte sagt, wo es lang geht und wie macht sie das mit Propaganda. Und dann hatten wir den Ersten Weltkrieg so als erstes großes Beispiel, wo Propaganda eben massiv eingesetzt wurde. Und auch das muss man sich natürlich bewusst machen. Wir reden hier nicht über Kleinigkeiten. Man denkt immer, ja gut, Propaganda, da geht es nur um Psychologie. Aber wir sehen halt, wenn wir es in der Geschichte anschauen, diese Verbindung zwischen Propaganda, also zwischen dieser Soft Power und dann zwischen Hard Power, also militärischer Gewalt. Sie müssen die Menschen manipulieren, bevor die sich töten. Erster Weltkrieg, in etwa 17 Millionen Tote. Da hat Propaganda schon einen schlechten Ruf bekommen. Im Zweiten Weltkrieg dann mit über 70 Millionen Toten war es natürlich vorbei mit dem guten Ruf für Propaganda. Und dann hat Edward Bernays gesagt, lass uns doch genau das Gleiche weitermachen, weil es so gut funktioniert, aber wir nennen es einfach anders. Und jetzt nennt man es halt Public Relations, also man klebt so ein anderes Label dran